Hallo und herzlich willkommen bei Ralfs Unboxing. Heute geht es um diese ganzen Titel hier, die hier auf dem Tisch liegen. Die habe ich nicht in einzelnen Reviews oder Unboxings auf meinem Kanal vorgestellt diesen Monat. Und es sind aber alles Titel, die ich diesen Monat erstanden habe. Ob nun bei Amazon, Rebuy, eBay. Es sind alles die Sachen, die eben nicht in einzelnen Reviews oder Unboxings auf meinem Kanal vorgestellt wurden. So, nach und nach zeige ich euch jetzt jeden Titel, der hier auf dem Tisch liegt. Natürlich in einem etwas schnelleren Durchgang, weil sonst wird es zu lange dauern. Aber vorab noch eine kleine Information. Ich habe vor, ein paar Änderungen an meinem Kanal vorzunehmen. Also nichts Gravierendes. Es wird weiterhin Unboxings geben, Vorstellungen aus meiner Sammlung. Demnächst zum Beispiel auch ein paar Hot Toys Figuren, die ich euch ins Detail vorstelle, die ich schon besitze. Und das Neue, was ich machen werde, sind Let's Play Videos vom Spiel Minecraft. Da habe ich einfach mal vor, das mal auszuprobieren. Mal sehen, wie es ankommt. Ihr werdet es ja sehen. So, und um was es einzeln geht, zeige ich euch nach dem Rubrikentrailer. Bis gleich! So, und dann fangen wir auch gleich mal an. Auf der linken Seite fangen wir am besten an. Dort ist ein Digibook von dem Film Es war einmal in Amerika in der Extended Director's Cut Edition. Der Film ist eigentlich auch schon in der normalen Fassung relativ lang. Ich kann euch das ja mal zeigen. Er geht nämlich in der normalen Fassung schon, wo haben wir es, da unten haben wir es, 229 Minuten und in der Extended Director's Cut Fassung geht er sogar 251. Ja, das ist das Digibook zum Film Es war einmal in Amerika. Leider ein kleiner Nachteil an diesem Digibook, auf dem Schuber ist die 16 aufgedruckt und auf dem Digibook direkt auch. So, Inhalt dieses Digibooks sind einmal die Director's Extended Cut Edition auf Blu-ray und die normale Langfassung auf Blu-ray. Ja, so viel eben zu Es war einmal in Amerika. Ein recht schöner Film, der sich zwar sehr zieht, aber nie langweilig wird. Und deswegen ein richtig guter Film, den ihr euch unbedingt angucken müsst. Als nächstes nehmen wir einen Titel von der rechten Seite und das ist die Alien-Anthologie in der Facehugger Relief Edition. Ich hatte schon alle Alien-Filme und Prometheus in einer Edition, die hieß, glaube ich, From Prometheus to Alien, aber die gefiel mir nicht, weil die zu groß war. Deswegen habe ich jetzt einfach mal mit jemandem getauscht, der diese Edition hatte. Und wie ihr seht, sie ist zwar gebraucht, aber extrem neuwertig. Hier haben wir den Pappschuber und das ist dieses geile Teil, dieses Relief. Leider eben nur die Alien-Teile drin und nicht Prometheus. Aber es ist identisch mit meiner Box, die ich hatte. Es sind eben Alien 1, Disc 1, Aliens, Alien 2, also Alien 3 und Alien die Wiedergeburt. Alien 4, eine Bonus-Disc und Alien-Anthologie-Archive. Das war in meiner Box auch genauso drin. Dann haben wir hier noch zwei kleine Heftchen bei. Und insgesamt ist die Box auch sehr schön und in einem Top-Zustand. Ja, die wollte ich schon immer haben und jetzt habe ich sie endlich. Weil wir gerade bei Alien sind, weil ich ja nun Prometheus leider nicht mehr in dieser Box drin habe, musste ich mir Prometheus noch bei eBay kaufen. Der war neu. In der 3-Disc-Edition mit 3D-Blu-Ray. Es gibt auch noch eine 4-Disc-Collectors-Edition, da ist noch die DVD drin, aber das war mir relativ egal in dem Moment. Ja, ich kann sie ja mal rausholen. Dieser Schuber hat keinen FSK-Aufdruck, was ich sehr schön finde, aber dafür die Blu-Ray-Hülle. So, hier haben wir die einzelnen Blu-Rays und noch die Anleitung zum Second Screen Film App, aber das reicht dazu. Insgesamt ist die Alien-Quadrologie eine wunderschöne filmische Leistungen und Prometheus ist auch echt cool. So, jetzt gehen wir weiter auf der linken Seite. Ein Film, der sehr schlecht bewertet wurde, aber ich wollte ihn unbedingt mal sehen. Und der war letztes Mal im realen Angebot für 7,99 €, glaube ich. Also habe ich ihn erstmal mitgenommen. Das ist John Carter zwischen zwei Welten im Steelbook von Disney. Nicht in der 3D-Version, aber ihr könnt euch, wenn ihr wollt, ja mal den Text durchlesen. Jetzt müsste es gehen. Und dann haben wir, es ist nur die 1-Disc-Edition, es gibt wohl auch noch eine 2-Disc-Edition und wir haben dort eine Länge von 132 Minuten. Ich weiß eben nicht, wie der Film ist, weil ich den noch nicht gesehen habe, aber ich werde sehr gespannt drauf sein. So, dann habe ich mir endlich auch Blu-ray gekauft, was ich schon länger auf Blu-ray haben wollte. Mission Impossible 1 in der Special Collectors Edition mit einer Laufzeit von... Es ist immer so ein Ding, diese Laufzeiten immer zu finden, aber das finde ich jetzt auch gerade nicht, wie immer ich dieses Problem habe. Aber es ist ja auch egal, sie ist auf jeden Fall ungeschnitten. So, wir haben Mission Impossible 1 in der Special Collectors Edition,
Dann haben wir Mission Impossible 2 in der normalen Amri-Version. Dann haben wir Mission Impossible 3 in der Amri, aber leider die falsche. Ich wollte eigentlich die Special Edition, weil hier ist nur eine CD, wo Disc 1 drauf steht und das gefällt mir gar nicht. Aber mal gucken, vielleicht kriege ich die Special Edition noch irgendwann. Mission Impossible 3. Und wir haben Mission Impossible Phantom Protocol mit DVD und Digital Copy. Hier ist die Digital Copy und dort ist DVD und Blu-ray mit enthalten. Leider ohne Wendecover, aber egal. So, weiter geht's, wo wir schon bei Agenten sind. Ich mag eigentlich James Bond nicht so, aber die neuen Filme mit Daniel Craig muss ich mir echt mal angucken. Da haben wir hier ein Quantum Trost, Casino Royale und nach meiner Meinung der neueste Skyfall. Hoffentlich in der richtigen Reihenfolge. So, jetzt kommt ein Film, den habe ich glaube ich bei Reviver mitbestellt und hatte den irgendwie vergessen bei so einem Unboxing. Das ist der Film Sleepers, den habe ich jetzt mittlerweile auch schon geguckt. Er geht auch ein bisschen länger. Ich glaube, er geht 147 Minuten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt lesen kann. Nee, kann man nicht, weil ich muss nämlich vorübergehend eine neue Kamera nehmen, weil meine irgendwie den Hintern hochgerissen hat. Ja, kurze Thematik. Es geht um vier Hauptpersonen, vier Kinder am Anfang. Dann geht es nachher weiter, dass sie in so ein Jugendgefängnis kommen und die werden dort misshandelt und auch vergewaltigt. Und später sind sie dann erwachsen, der eine von denen ist Staatsanwalt geworden, die anderen beiden sind Kriminelle und einer ist so ein Zeitungsreporteur oder irgend sowas, genau weiß ich nicht. Und dann geht es eben darum, dass die beiden Kriminellen den einen Wächter, der sie missbraucht hat, gefunden hatten, zufällig. Und dann haben sie ihn einfach in der Öffentlichkeit erschossen und das wird dann vor Gericht gestellt. Und der eine Junge, der gespielt wird von Brad Pitt, ist jetzt Staatsanwalt und übernimmt den Fall und dann stellen die das so dar und werden nachher freigesprochen. Ja, der Film an sich geht sehr lange, Robert De Niro spielt auch eine coole Rolle als Pfarrer. Aber der Film ist echt gut, echt zu empfehlen. Der Film heißt Sleepers. Gut, der Film ist echt richtig cool. Müsst ihr euch echt angucken. So, der nächste Film, den ich schon gesehen hatte, den habe ich, glaube ich, bei Amazon bestellt gehabt, ist Killing Season mit Robert De Niro und John Travolta. Ein echt mega krasser Film, der von Anfang bis Ende richtig gut gemacht, spannend und düster. Richtig cool ist der Film. Er hat zwiespältige Momente, er hat richtig tiefe Momente. Und das Ende ist richtig geil. Also dieser Film ist echt ein super gemachter Film. Killing Season müsst ihr euch unbedingt angucken. Es geht zwar nur um diese beiden Darsteller, Robert De Niro und John Travolta, aber der Film wird von vorne bis hinten niemals langweilig. Gut. Weiter geht's mit einem Film, den ich auf DVD hatte und jetzt endlich umgerüstet auf Blu-ray. Judge Dredd mit Sylvester Stallone. Und dann hatte ich gleich, den ich noch nie gesehen habe, aber dazu gekauft, Dredd. Der ist zwar nicht mit Stallone, aber es ist wohl dieses Remake von dem Film. Bin echt gespannt. Gut. Weiter geht's mit einem Film, den ich in der Kindheit immer sehr schön fand. Der heißt Lost in Space. Der ist echt cool und jetzt habe ich ihn auch endlich auf Blu-ray gefunden für einen relativ günstigen Preis von 2,99 € und deswegen habe ich ihn mal mitgenommen. So, nun haben wir auch wieder eine Erweiterung auf Blu-ray, die ich vorher auf DVD hatte. Red Sonja, die inoffizielle Fortsetzung von Conan der Zerstörer und der Barbar. Jetzt habe ich sie endlich auch auf Blu-ray. Ein echt gelungener, toller Film mit Brigitte Nielsen und Arnold Schwarzenegger, wobei Brigitte Nielsen hier die Hauptrolle hat und nicht Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger heißt auch nicht Conan, er heißt anders in diesem Film. Aber es ist unter inoffiziellen Kreisen die Fortsetzung. Gut, jetzt kommen wir zu einem Film, das war ein richtiger Fehlkauf, aber also so einen schlechten Film habe ich noch niemals gesehen, glaube ich. Anders Skin heißt der mit Scarlett Johansson. Wie gesagt, dieser Film ist echt richtig, richtig schlecht. Ich weiß nicht, ob alle ihm schlecht finden, er ist kontrovers, er hat viele bunte Effekte, er ist in der Qualität wirklich super, aber die Story ist echt mies und schlecht gelungen. Ihr müsst euch den wirklich angucken und selber bewerten. Also vielleicht ist es für jemanden was, aber für mich war er echt nicht schön. Also anders ist Skin. Ihr könnt euch den ja angucken, aber ich fand ihn grottenschlecht. Gut, nun kommen wir zu den Serien, die ich noch gekauft habe. Da haben wir einmal Airwolf in der Season 1. Im Pappschuber mit den einzelnen DVDs. Dann haben wir Airwolf Season 2 Part 1, auch so, dieselbe Variante. Dann haben wir Airwolf Season 2 Part 2. Leider diese Parts mag ich immer nicht, nur bei der ersten Staffel nicht. So, dann haben wir Airwolf Season 3 Part 1, auch in dieser Pappschuber-Variante. Und leider habe ich nur noch gekriegt Airwolf Season 3 Part 2 in der normalen Amri-Hülle, was eigentlich nicht zu den anderen passt. Aber wenn man sie so nebeneinander stellt, dann geht's schon. So, das war Airwolf.
Oh, hier ist noch ein Film dazwischen. Da wusste ich gar nicht, dass es den gibt. Ich habe ja schon 30 Days of Nights in der, also den ersten Film, den originalen 30 Days of Nights in so einer schönen Pappschuber-Edition, Digipuck, ungeschnitten. Und den habe ich letztes Mal irgendwie, bin ich bei Rebuy drauf gestoßen, 30 Days of Nights, Dark Days, das soll wohl der zweite Teil sein. Der soll zwar nicht so gut sein, den gab es auch nur in dieser einen Variante in der Armory mit FSK-Flatschen aufgedruckt. Ich bin gespannt, den werde ich mir angucken, da habe ich auch noch nie was von gehört. So, dann habe ich mich endlich durchgerungen, die Serie zu kaufen, Terminator, The Sarah Connor Chronicles. Die wollte ich eigentlich auch nie haben, aber jetzt habe ich sie mir endlich geholt, bei Rebuy für 4,99 die erste Staffel. Und für 7,99 die zweite Staffel. Leider wurde die Serie auch nach der zweiten Staffel abgesetzt. Und ich habe auch schon ein, zwei Folgen geguckt. Ich war auch nicht sehr begeistert. Aber mal sehen, die zwei Staffeln werde ich wohl durchhalten. Ja, das war mein letztes Update für diesen Monat. Ich schwenke nochmal rüber, wie viel da zusammengekommen ist. Wir haben die Airwolf-Serie, 30 Days of Nights, Dark Days, dann die Terminator-Serie und sehr, sehr viele Blu-ray Armories und natürlich die Alien-Box mit Prometheus und dem Digipuck von Es war einmal in Amerika. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und auch ein bisschen informiert, was ich demnächst ändern werde mit diesem Let's Play von Minecraft, was ich gesagt hatte. Und bis zum nächsten Mal, euer Ralf von Ralfs Unboxing. Ciao.